Spiel gespeichert, ne? Jetzt steht's da. So, jetzt lass gleich nochmal die Questlog gucken. Und da müssen wir jetzt erstmal den Herrn Leszek befragen. Ja, hier haben wir ja auf alle Fälle noch ein bisschen was zu tun, ne? Also, einmal zu Leszek und gucken, die haben hier irgendwo einen Schädel gefunden, wo sie gesagt haben, hier, das ist ein Dämonenschädel und so weiter. Das ist einfach eine Spaßsache bei mir. Wenn ich Spaß habe, gönne ich halt auch mal was. Vielen Dank, ne? Also, wie gesagt, ist keine Selbstverständlichkeit, sehe ich auch nicht als Selbstverständlichkeit, niemals, ne? Und deswegen ganz großer Dank geht raus. So, befrage Leszek nach dem Schädel, den er gefunden hat. Und das machen wir jetzt. Da kommen wir wenigstens durch den Tag. Wir müssen in der nächsten Nacht müssen wir noch mal zum Schneider. Ich suche immer noch nach dem Stoff, den ich für den Müller klauen muss. Kurzer Zusammenhang. Wir müssen Stoff von Sasauer... Wir befinden uns hier in Sasau. Kingdom Come Deliverance... wer sich so ein bisschen historisch auskennt, beziehungsweise wer sich da so ein bisschen beschäftigt hat, Kingdom Come Deliverance ist, oder spielt in einer realen Gegend, ne, in Böhmen. Auf dem Discord habe ich auch mal zwei Videos rausgekramt, wo ein Kingdom Come Deliverance Fan die Gegend dort wirklich mal live besucht hat und dann so die Vergleiche, ne, zum, wie es im Spiel aussah, und oder sieht und wie es jetzt real aussieht. Und da erkennt man wirklich, was da für eine unwahrscheinliche Recherche in diesem Spiel steckt. Ne? Das ist wirklich wahnsinnig. Und wir befinden uns jetzt hier gerade in Sasau. Das ist eine Klosterstadt. Hier oben ist das Kloster. Klaut und mordet. Und da auch noch... Wie? Nein, natürlich nicht. Das mache ich bloß hier im Stream. Toko. Das mache ich hier nur im Stream. Entschuldigung. So, warte mal, jetzt bin ich vorbeigerannt, ne? Ich hält. Ich muss da hier rüber. Wir sind jetzt gerade dabei, wie gesagt, in der Hauptquest. Oder anders gesagt, wir müssen für einen Müller müssen wir jetzt erstmal Kleider beim Schneider klauen. Stoff beim Schneider klauen. Das können wir auch bloß nachts machen, weil tagsüber ist der Verkaufsraum besetzt. Und irgendwo in diesem Verkaufsraum muss dieser Stoff sein. Ich meine mit Stoff wirklich Stoff, ne? Also Leinen, ne? Also wirklich. Wo man Kleider draus macht, ne, den Stoff. Wenn wir das für diesen Müller erbeuten, nenne ich es jetzt einfach mal, verrät er uns Informationen, die uns wieder in der Hauptquest weiterbringen. Das ist alles so ein bisschen aufeinander aufgebaut. So, und nebenbei müssen wir hier im Kloster mal noch so ein bisschen was erkunden, weil Kloster ist... Kloster befindet sich im Aufbau. Man sieht hier so ein bisschen... Ja, man kann es ja ahnen. Also innen drin sieht man dann das Gerüst stehen. Und hier wurden schlechte Steine, minderwertige Steine geliefert. Da ist es zu einem Unfall gekommen und auch das wiederum gehört zu einer Nebenquest, ne? Den Stoff hattest du damals aber geklaut beim ersten Mal. Ich dachte schon, ja eben. So, das ist der Prokop. Ne, den brauchen wir nicht. Wir brauchen Leszek. Leszek muss hier irgendwo sein. Upsala. Wo ist denn der wieder? Ist der schon wieder hier hochgelaufen? Nee, hier ist er. Nee, das ist Vitus. Hä? Ich bin irritiert. Irgendwo hier ist Leszek. Warte. Upsala. Oh, aufs Huhn. Auf Frikassee. Lecker, lecker, lecker.
Ich kann mich dunkel dran erinnern. Ja, ich dachte auch, wir hätten den Stoff schon mal geklaut, aber ich habe keine Ahnung, wo wir den hin verkauft haben und ob wir den dort überhaupt wieder finden. Weil ich habe ja schon gesehen, ich habe ja schon gesehen, dass wir bestimmte Sachen bei den Händlern gar nicht mehr kaufen können, dass sie gar nicht mehr da sind. Kelch, Zierkelch. Ich will es ehrlich gesagt. Ach, es muss. So ein 350er Kelch kann ich nicht hier lassen. So, wir finden es jetzt hier unterhalb des Klosters, ne? Das Symbol neben dem Kompass, neben dem Kompass, wenn man so will, zeigt, wir sind hier an einem verbotenen Ort. Der Stoff ist nur am Tage da. Nachts räumt er ja alles zusammen, wenn ich mich nicht irre. Really? Aber wie kriegen wir den denn sonst raus? Wir können doch da nicht rein. Normalerweise packt er doch sein ganzes Zeug in die Kiste. Boah, das wäre ja eklig, wenn es bloß tagsüber in dem Raum ist. Dann müssten wir ja dafür sorgen, dass da irgendwie der Raum komplett leer wäre. Aber wie? Mit! Nehmen wir mit. Okay, hier haben wir nix. Wir könnten den Wein könnten wir noch mitnehmen, wenn der draußen an dem Pranger noch steht, ne? So, ich schleiche mich mal hier hoch. Wir sind jetzt im Kloster. Wir dürften hier nie und nimmer sein. Muss nicht erwischen lassen. Ich höre Schritte. Wir müssten hier eigentlich gar nicht her. Ich mach mal die Tür zu, ne? Wenn die funktioniert. Ich glaube, die sind gerade bei der Messe. So, hier oben ist bloß ein Schlafplatz. Das heißt, hier oben finden wir auch nicht das, was wir eigentlich suchen. Das Buch, was wir suchen, das ist ja weggesperrt, ne? Genau, ich lege mich hier hin und schlafe erstmal eine Stunde. So, das werden wir aber auch hier nicht finden. Ganz vorsichtig raus. Nix. Oh Gott, die Messe ist vorbei. Ja, ich freue mich. Sehr leichtes Schloss. Ach komm, jetzt ist es egal. Ich will hier sehen, was da drin ist. Leinenstoff. Kann man dem Müller vielleicht verkaufen, ne? Wie der Hund dazu draußen jault. Schön. So. Wenn das jetzt hier jemand entgegenkommt, dann sind wir ein bisschen am A, ne? Klostergarten ist hier. Was mache ich hier eigentlich? Komm, wieder raus hier. Ab durch den Keller, wieder raus. Das Buch, das gucken wir uns dann an. Das suchen wir einfach mal, wenn wir dann hier... Ich denke mal, wir müssen ja sowieso noch mal irgendwie eine größere Mission hier drin tun. Stehlen möchte ich nicht. So, erstmal raus hier. So. Hi, bin ja hier. Alles gut, Wuff.
So, ich suche immer noch den Leszek. Wo ist denn der? Das könnte man nachschauen. Ich kann auch noch mal rüber zum Schneider gehen. Können wir noch mal nachgucken? Ja, super. Super, wo ist der denn hier? Warte mal, ich muss mal gucken, wo der Leszek rumspringt. Der ist hier. Na super, ne? Ganz großes Kino. Ach Mann. Geklautes ins Pferd. Warte mal, ich muss mal jetzt ringsrum laufen hier. Nicht erschrecken, ne? Die Musik, die war jetzt nicht auf uns gemünzt. Beziehungsweise die war, weil ich an der Tür vorbeigerannt bin. Fropi, Discord-Shoutout. Bekommst du, wenn du einen Wunschtext hast, ne? Lasset mich wissen. Kannst du dann auf dem Discord mal schreiben? Genau. Ja, genau. Und dann mache ich dir das alles fertig soweit. So, ich bin mal mutig, ne? Ich renne jetzt mal mit dem geklauten Zeug hier rum. So, ist denn hier ein Leszek dabei? Das ist ein Steinmetz. Aus dem Steinmetz. Ist der Leszek bestimmt hier? Hier, da ist es nicht. Steinmetz. Steinmetz. Smoller. Leszek. Guten Tag. Einen wunderschönen. Hast du den Schädel gefunden? Ich hörte, du hast etwas gefunden. Das stimmt. Bei der Arbeit. Hab es aber gleich verschwinden lassen, damit die anderen es nicht sehen. Aber Gerüchte kamen dann trotzdem auf. Was sollten die anderen denn nicht sehen? Jetzt halte ich fest. Ein Dämonenschädel. Auf geweihtem Boden? War es wirklich der Schädel eines Dämones? Hashtag Leseskills. Was hast du mit ihm gemacht? Auf geweihtem Fang. 1, 2 oder 3. Es ist eigentlich egal, wir könnten oben anfangen, ne? Geht Pumba. Ja, geht. Ist auf andere Tonspur, ne? Ich nehme zwar jetzt momentan auf, aber ist andere Tonspur. Sollte also kein Problem sein. Was nicht geht, sind Video-Overlays aktuell. Das haben auch alle mitsingen. Ich warte mal, wie es weitergeht, ne? Jawohl. Oh, ich habe gerade gesehen, es kommt doch über System-Sound. Warum? Aber egal. Das ist egal, ne? Ist egal. Kriege raus, hier schnibbelt. So, geweihtem Boden? Hier? Auf geweihtem Boden? Mitten auf dem Klostergelände? Hab ihn außerhalb der Mauern gefunden. Wo genau? Gibt es dort noch andere Auffälligkeiten? Nein, nur die Gerüste halt. Wir wollten sie erweitern, also mussten wir dort Fundamente graben. Okay. War es wirklich der Schädel eines Dämons? Und du bist sicher, er gehörte einem Dämon? Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich erkenne einen menschlichen Schädel, aber dieser hatte Hörner. Außerdem sonderte er einen höllischen Gestank ab. Könnte es eine Kuh gewesen sein? Ich frage einfach mal, ne? Und wo ist er jetzt? Was hast du mit ihm gemacht? Ich habe ihn zum Fluss gebracht, um ihn hineinzuwerfen. Aber dann ließ ich ihn fallen, sodass er hügelabwärts rollte. Weiß der Teufel, wo der hingerollt ist. Vielleicht finde ich ihn. Gott behüt dich. Jetzt müssen wir auch noch... Na gut. Such den Ort ab. Ich hab's gewusst, an dem Leszek den Schädel weggeworfen hat. Okay. So, also ihr seht schon hier, ne? Hier wird Kloster gebaut.
Ja, dann lass mal hier rüber gucken. Dass ich die Tür offen gelassen habe. So, in Richtung Fluss, ne? Das muss ja dann hier drüben irgendwo sein. Ich renne einfach mal nach dem... Ja, dieses B-Symbol, ne? Das hole ich. Bin noch mal im Lurk, alles klar. Dankeschön. So, er rollte hinunter. Das muss ja dann hier irgendwo... Hier muss ja dann irgendwo... Ne? So. Warte mal, kannst du mir vielleicht... Du hast doch hier... Du kennst dich doch aus, ne? Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. Such. Das wäre natürlich mega, wenn das klappen würde, ne? Dein Hund kann nach interessanten, unentdeckten Orten Ausschau halten. Sobald er die Witterung aufnimmt, läuft er etwas voraus. Hast du hier? Hast du hier? Hast nicht hier? Ja, danke, ne? Danke. Danke, Hund. Danke. Ah ne, das war der Hund. Okay. So, irgendwo hier. Irgendwo hier. Interessanter Ort. Warte mal, hier liegt doch was. Öffnen. Schnaps. Ja, nehmen wir mit, ne? Prost, ihr Lieben. So, wir sind immer noch im Bereich. Dum, 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 dum. Wo ist denn der Schädel? Wo ist denn der Schädel? Okay. Brennnessel, ja, yeah, super, genau, das habe ich jetzt gesucht. Mensch, Hund, du hättest können noch mal ein bisschen was Nützliches machen. So, hier haben wir nix. Der ist den Hang untergerollt. Ich vermute mal, der ist auch hier in dem Bereich des Weges runtergerollt. Ist der hier irgendwo? Nicole, hi! Hallöchen! Ich hoffe, du bist ins Wochenende gekommen. So, wir suchen gerade nach einem Dämonenschädel. Irgendwo hier in diesem Bereich? Der Hund macht mich immer so ein bisschen wahnsinnig. Der springt mir hier ab und zu mal von Mauscursor, ne? Dann denke ich, ich habe irgendwas gefunden. Stattdessen ist es diese Interaktionsmöglichkeit mit dem Köter. Also der heißt wirklich Köter. Für alle, die jetzt hier neu dazugekommen sind, das ist wirklich Köter. Ich den Namen nicht vergeben habe. Ja, das ist natürlich Käse hier, ne? Käse, Käse, Käse. Der muss doch hier irgendwo sein. Hier sind wir schon wieder raus. Okay, dann lass mal hier nochmal runterrutschen, ne? Ja. Sollen wir wirklich das Wasser nochmal absuchen? Mal hier unten. Ach, guck mal, hier. Nice, da ist er doch. Ist doch ein menschlicher. Der sieht echt aus, aber ich bin kein Experte.
So, jetzt muss ich bloß noch rauskommen aus der Brühe hier. Bringe den Schädel zum Ort, zum örtlichen Schinder. Okay. Machen wir. Zum örtlichen Schinder. Ach, der war unten bei der Kirche, ne? Ich muss das mal überlegen jetzt. Okay. Ich hole mal meinen. Er fiel ins Wasser, hat er gesagt. Ja, ja, das muss. Also, naja, fiel. Hat er das wirklich gesagt? Er fiel ins Wasser? Oder wollte er ihn ins Wasser werfen? Und der ist aber irgendwie ihm dann abgerutscht und wo er jetzt ist, weiß er nicht, hat er gedacht, ich gesagt. Also in Richtung Wasser. Ja. Letztendlich, wir haben ihn gefunden, ne? Ist auch egal. So. Ach, hier, die Dame, die hat dann auch hier das DLC-Quest, ne? Die DLC-Quest. Na gut, dann lass mal hier rüber. Dann lassen wir hier rüber. Wir müssen sowieso in die Richtung. Einmal in Richtung Schinder, da zeigen wir ihm das gleich mal. Und wir müssen einmal in Richtung. Salah. Wir müssen einmal in Richtung Schneider und dort mal gucken nach dem Stoff. Ich hoffe immer noch, dass wir den nicht tagsüber ausrauben müssen. Das wäre schon ein bisschen fatal, ne? Oh, quitsch. Und nochmal quitsch und nochmal quitsch. So, der Schinder war dahinter. Quitsch! Hier müssen wir rein. Ist hier jemand zu Hause? Ich darf hier nicht sein. Ja, jetzt ist die Frage, ist hier ein Schinder? Ja. Was war das denn? Nee, das ist Tu. Ja, doch. Ist er doch, oder? Schön, dich zu sehen. Genau, erneut fragen. Das soll angeblich ein Dämonenschädel sein. Ich habe diesen Schädel gefunden. Es heißt, er gehörte einem Dämon, aber ich bin mir da unsicher. Sieht jedenfalls so aus. Die Hörner und alles. Zeig her. Da hat wer ein Geweih an einem Menschenschädel befestigt. Es ist kein Dämon, sondern ein schlechter Scherz. Das beruhigt mich. Jemand muss ihn absichtlich dort abgelegt haben. Jemand, der wusste, dass man dort graben würde. Und er hat sich viel Mühe gegeben. Die Hörner sitzen felsenfest, obwohl das Teil im Wasser lag. Wer das getan hat, war ein geschickter Mistkerl, sag ich dir. Mhm. Erneut fragen. Was erneut fragen? Frage den Gerüstbauer Löschek und Smolla zu den Schädeln. So, jetzt müssen wir raus hier wieder. Hier dürfen wir wieder nicht sein. Bevor wir jetzt wieder darüber rennen. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Stopp. Stopp, bevor wir jetzt hier weitermachen. Flup. Es wird die Beweise im Pferd versenkt, ne? Okay. Okay. Passt. Hi! So, das ist nur ein Wappenrock, ein Wappenrock, ein Wappenrock. Grünes Hemd. Setzen.
Was? Was war das für ein Sprung? Okay. Stehlen will ich nicht. Nee, Wappenrock. Langes Leinenhemd. Grünes Hemd. Das war unten auch nochmal ein Hemd, ne? Hemd, Mütze, Hut und so weiter. Also. Also, ich werde nicht sagen, aber. Nee. Nee. Also ich bilde mir ein, dass ich jetzt wirklich alles abgesucht habe, was hier irgendwann. Was ist das hier? Weinlinge. Ja? So, das war glaube ich das letzte, was ich noch nicht angeguckt habe. Hier ist nichts. Hinten in der Ecke das Regal rechts. Ach, scheiße, ja. Kriegen wir denn jetzt die Dame hier raus und wie kriegen wir denn den Herrn hier raus? Und wie lassen wir den gar nicht hier rein? Schwierig. Schwierig. Ja, ist ja gut, Köter. Ich bin ja gleich wieder da. Okay, den Stoff haben wir jetzt schon mal gefunden. Ich habe aber keine Ahnung, wie wir den hier rauskriegen. Also, ohne dann hier gehasst zu werden und, ja, ne? Also so heimlich still und leise kriegen wir das nicht gemopst. Von hier können wir auch nicht durchs Fenster lang. Würde es nicht besser machen, ne? Na gut. Ich würde trotzdem mal gucken. Wo ist denn mein Pferd? Ach, hier unten haben wir es abgestellt. Wir reden erstmal mit Leszek und Smola, ne? Smola, wie auch immer. Und ich würde die nächste Nacht nochmal gucken, ob der Stoff wirklich. Ob der wirklich bloß tagsüber da ist. Also, wenn, dann haben wir ein mittelgroßes Problem. Dann könnten wir eigentlich nur versuchen. Ja, wie? Wenn die abends zumachen oder frühs aufmachen oder sowas, ne? Und dann einen guten Moment irgendwie abpassen. Die Leute dort umhauen von. Keine Ahnung. Ich bin echt aktuell so ein bisschen überfragt, wie wir diesen Stoff dann rausbekommen. Aber okay, machen wir erstmal hier rüber. Nochmal zurück zum Kloster, ne? So, hühü, schneller hoch. Einmal durchs Gebüsch. Normalerweise so oft, wie wir jetzt hier schon lang geritten sind, wir müssten schon einen neuen Weg gebuddelt haben hier, ne? Hey, Pferd, lenkt mich schon wieder. Einfach gerade. Hör auf zu lenken. Hier, oh, Pferd, du bist doch so ein. Mann, 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 von Edison bist du nicht erfunden worden. So. Das ist hier. Mit dir müssen wir mal reden. Warte. Warte, warte. Oh. Warte. Ach, warte mal. Jetzt. Der Schädel ist eine Fälschung. Ich suche Leszek. Hast du ihn gesehen? Erinnerst du dich an den Schädel vom Gerüst?
Was ist damit? Jemand hat ihn absichtlich dort vergraben. Und die Hörner sind nur daran befestigt worden. Was für ein kindischer Streich. Wer tut so etwas? Und woher hat er den Schädel? Ich weiß es nicht, aber ich finde es heraus. Hast du Leszek, den Gerüstbauer, gesehen? Hab ich. Was willst du denn von ihm? Ich möchte mit ihm über den Schädel sprechen. Ach ja? Das ist interessant. Wieso? Er wollte, dass ich ihn heute Abend am Gerüst treffe, um mir etwas Wichtiges zu sagen. Er wollte etwas beichten. Also hatte er doch die Finger im Spiel. Ich wusste es. Vielleicht, aber dann hat ihn bestimmt jemand dazu angestiftet. Er scheint mir nicht jemand zu sein, der so etwas allein ausheckt. Ich will ihn heute Abend treffen. Möchtest du mitkommen? Ja, es ist sicherer, wenn wir beide gehen. Gut, wir treffen uns am Abend. Wenn ich nicht unten bin, sieh oben nach. Werde ich. Okay. Triff dich mit Leszek und Smola nach Sonnenuntergang unten am Gerüst, also in diese Richtung. Naja, gut. Zeittechnisch aber noch ein bisschen, ne? Hier, buddel da mal nicht rum, sonst fällt das Ding um. Was können wir denn jetzt hier noch so reißen? Relativ wenig, ne? Mal auf die Map gucken. Also das können wir erstmal ignorieren hier, ne? So. Aktivitätengeber, da können wir vielleicht nochmal hin. Hier oben ist nix. Die DLC-Quest würde ich jetzt nicht unbedingt anfangen wollen. Erkunde die Herkunft des schlechten Steines. Ja, nach Thallenberg jetzt das wieder reisen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das schaffen wir, glaube ich, auch nicht mehr in der Zeit. Tja. Puff. Essen, schlafen. Nonnen suchen. Ich habe keine Ahnung. Was. Keine Ahnung. Warte mal, zum Futtern können wir ja hierher, ne? Achso, müssen wir überhaupt futtern oder fressen wir uns dann? Würde ich vielleicht lassen. Also wir können ein bisschen vorspulen, ne? In meinem Bettchen, euch noch viel Spaß bei King of Ram Deliverance. Robi, danke schön, dass du da warst. Schlaf gut und schönes Wochenende dir. Lass mal noch ein bisschen vorspulen. Also am Abend, ne? Ich weiß nicht, ob. Was ist Abend bei Dämmerung? Das wäre eigentlich hier irgendwo, ne? Ich spule mal bis kurz nach 6, ne? Bis kurz nach 6. Energie 90. Rein theoretisch könnte man dann sogar noch ein bisschen pennen. 82 Sattheit. Da, 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 da. Dauert wieder ewig, ne? Prost. So, da unten steht er ja. War die Zeit wohl sogar cool. Nee, mit dem können wir noch gar nicht reden. Der ist noch gar nicht so weit hier. Der ist noch nicht so weit hier. Also eigentlich. Also der rennt schon so ein bisschen rum wie, ja, ich bin so weit, aber eigentlich also, schwierig gerade. Also, am Gerüst, ne?
Schloss knacken schwer. Nee, das lassen wir mal. Tja. Bitte warten Sie hier, ne? Wir sind noch zu früh. Ich lege mich noch mal eine Stunde hin. Huch. So, da haben wir das gleich noch gespeichert, ne? Das, ich denke mal, das ist schon okay. Eine Stunde noch. So. 96 Energie. Komfort 50. Ich erinnere an die Bank in Brevislavitz. An diese Bank mit diesem Fell drauf. Wohlgemerkt, das ist jetzt ein Bett, wo wir geschlafen haben, ne? Die Bank hatte 70. Oh, zur falschen Seite wieder ausgestiegen hier. Ja, wollen wir nochmal gucken. Die gehen auf alle Fälle alle wieder nach Hause. Hallo. Da, wer noch? Ist er nicht unten, ist der oben, hieß es. Aber ich weiß nicht, ob die Zeit schon da ist. Wollen wir mal hochgucken? Hund, du machst mich noch an. Ich sag mal nicht, bleib. Vielleicht kommt er ja wieder mit Hütte her, ne? Wie auch immer er es tut. So, einmal hier nach oben. Warum will er sich eigentlich hier oben treffen? Also wirklich erschließt sich mir das noch nicht. Ich hält. Da war ein Loch. Die Leiter war so schön, die müssen wir nochmal nehmen. So. Tja, die sind jetzt wirklich schon alle nach Hause hier, ne? Och, jetzt mal weiter. So. Ja. Ich will nicht sagen, aber... Das ist nicht mehr Questgebiet hier. Vor allem, was ist, was baumelt hier oben? Was ist denn das hier? Kann ich da mal gegenschießen? Was ist das? Ich habe Angst, dass ich beim Pfeil rausziehen komme ich gar nicht ran. Okay. Ich gehe nochmal nach unten, ne? Achtung! Ah. Ah. Achtung! Ah. Und. Ah. Und. Und. Und yay! So, jetzt sind wir unten. Ich bin da. Immer noch. Mein Hund auch. Bei Dämmerung. Mensch, müssen wir noch eine Stunde warten? Das ist ja nervig. Hier brennt noch eine Kerze, ne? Ich wollte es bloß sagen. Holztisch und so, ne? Brandschutzverordnung. Ah, ich sollte den Bogen mal wegpacken. Wenn hier drin die Wache steht, der wird bestimmt nicht... Ja, der steht Wache, siehst du? Der würde bestimmt nicht Danke sagen.
Sieht alles sehr seltsam aus, oder? Ich bin, also, ich weiß nicht so richtig. Für mich hat Leszek irgendwie jetzt so ein bisschen Dreck am Stecken, ne? Er will doch den Smola bestimmt um die Ecke bringen, warum auch immer. Hi. Ihr seid doch schon nach Hause gekommen. Habe ich ein Déjà-vu? Ja, nach Hause gekommen. Gegangen natürlich. Steinmetz. Nochmal ein Steinmetz. Okay. Gibt's hier noch mehr von der Sorte? Nö. Okay. Sucht tagsüber die Baustelle. Hab ich doch. Hier oben brennt eine Fackel, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob die auch brennt. Also an einem anderen Tag. Oh, hier war eine Sternschnuppe, hab ich gesehen. Jetzt bitte alle was wünschen. So, ich renne hier mal schnell durch. Sollten wir vielleicht doch mal noch mal nach oben, ne? Okay. Machen, aber diese Quest hier hätte ich ganz gerne noch durchgezogen. Ich gucke gerade auf die Uhr hier, wir sind hier schon ganz gut dabei wieder. Es ist dunkel, warte mal, ich mache mal eine Fackel an hier, ne? Schon so ein bisschen verdächtig aus hier mit diesem Seil. Ich habe keine Ahnung. Es sieht nicht gesund aus. Auch dieses komische Etwas, was die hier aufgebaumelt haben. Ich weiß es nicht. So, noch eine Etage müssen wir. Eine geht noch. Jetzt sind wir oben. Oh. Ich sehe mich schon abstürzen, ne? Kommen wir. Habe ich es nicht gerade noch gesagt? Dass wir noch mal gepennt haben, ne? Na gut, werden wir mal fortfahren, ne? Wo auch immer hin. Was ist hier los? Das Leben ist ein Geschenk des Schöpfers und nicht jeder Kampf muss tödlich enden. Ah, nicht jeder Kampf, aber ne, manche fallen eben sehr tief.
So, jetzt müssen wir mal gucken, wie spät ist es denn? Dann weiß ich auch, wie viel... Ach, guck mal, wir sind ja hier schon fast da, ne? Hat der mir schon wieder hier hinterhergespuckt? Das ist doch eine... So, die kommen hier schon alle raus. Das ist schon mal ganz gut. Hund schiebt mich wieder durch die Kante. Das ist nicht gut. Futtertechnisch, ich würde trotzdem noch mal hier so kurz am Topf nippen, ne? Warum läufst du durch mein Pferd? Lauft alle durch. Das ist bloß was Virtuelles, ne? Ja, ich werde mal warten, ne? Es ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit. Die müssen erst hier alle weg. So, ich habe noch ein bisschen Sand in den Augen. Deswegen erstmal hier so ein bisschen frisch machen. Oh, siehst du da? Doch, die Hühner reißen immer noch aus. Also irgendwie scheint ich immer noch ein bisschen komisch zu riechen hier, ne? Ja, egal. So. Wir sind noch zu früh. Eigentlich hier nix. Okay. 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 Oh, wir müssen immer noch warten. Kann man hier rüber gucken. So nochmal Druck, aber sauberer werden wir jetzt aktuell nicht. Abend. So, es hat ein Hund gebellt. So, von der Sonneneinstrahlung her, ne, sind wir schon langsam. Es wird duster. Schloss knacken. Nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Da ist sowieso nichts drin, ne? Das haben wir schon mal gemacht. Da sind bloß Verbände und irgendwas anderes war es noch. Auf alle Fälle lohnt nicht. Ah, toll. Ich könnte jetzt noch eine Stunde warten, aber das bringt es ja dann auch irgendwie nicht, ne? Ist hier hinten noch irgendwas? Brennholz. Okay. Ach, hier kommen ja immer noch welche. Oh, ja, kein Wunder, dass es hier noch nicht vorwärts geht. Ja, da kann ich mich nochmal hinsetzen hier. So. Ist mit dem Topf eigentlich nicht richtig. So, die gehen alle. Ja, wenn hier gleich der letzte um die Ecke gebogen ist, dann können wir es nochmal versuchen, ne? So, da gucken wir uns diesen seltsam flimmernden Topf hier nochmal so ein bisschen an. Was hast du denn schon wieder? Ich sitze doch hier. Habe ich jetzt noch irgendwas einstecken? Nö. Nochmal nö. Okay.
Na gut. So, die sind alle hier rüber unterwegs. Helfer des Klostermeiers. Kommt noch eine Wache angelaufen, aber die dürfte relativ egal sein. Ich gehe noch mal gucken, ne? Das ist doch jetzt Dämmerung. So. Am Gerüst sprach er, ne? Warum läuft dieser Helfer hier eigentlich so hilflos rum? Dem können wir aber auch nichts interagieren hier. Das ist, also interagieren schon im Sinne von fass oder steh. Bist du aufgewachsen? Weißt du nicht, dass du bei Nacht ein Licht haben musst? Ich bin froh, dass ich keine Fackel mehr habe. Hund, was machst du mit mir? Los jetzt. 3, 2, 1, Quest abschließen. Los. Es hat doch schon aufgehört zu dämmern. Das ist doch schon Nacht hier. Ein bisschen Angst, dass ich das Zeug hier auf den Kopf kriege. Nochmal nach oben gucken. Aber vorhin war es ja auch unten, ne? Quest wurde vorhin unten abgeschlossen und hier ist auch nicht mehr Quest. Questgebiet ist hier. Hier schon nicht mehr. Mann. Ach ja, ich renne noch mal eine Runde, ne? Und dann rennen wir noch mal her und dann gucken wir noch mal, ob das dann eventuell auslöst. Der Typ hier, der ist irgendwie seltsam, ne? Warum läufst du denn so langsam? Und warum hast du kein Licht dabei? Ich mache sie an, ne? So, also beim besten Willen, ne? Also bei Dämmerung sprach es. Jetzt kommen doch hier immer noch welche. Wie viele sind denn da drin oder rennen die bloß im Kreis? Steinmetz. Okay, dann warte ich nochmal, bis die hier vorn abgebogen sind. Ja, lauft wieder durch mein Pferd durch. Ich kann es ja auch mal rüberholen. Ne? So, und dann müssen die hier nicht alle durch dich durch und so. Steht da quer auf dem Weg, ne? Okay. So, da oben brennt Licht. Schubkarre kleben. Ich werd verrückt. Habt ihr das gesehen? Da wollte mich jemand.
Da hat doch tatsächlich jemand mit Ziegel auf mich geschossen. Hier Stein in den Garten werfen geht anders, mein Lieber hier. Wo bist du? Ich müsste mit dir mal ein Wörtchen übers Hühnchen und so. Der war ganz oben, ne? So, wo ist er denn? Sieht man herzlich wenig. Ich gehe mal hier weiter. Gehen wir hier rüber? Ich nehme mal die Leiter hier. Einfach bloß, weil sie da ist. Gott, ist die lang. Jetzt schon Angst. Okay, los. Leiter benutzen. Ja, habe ich doch gesagt. Ja, geklickt hier. Los, hoch mit dir. Jetzt nicht nochmal abstürzen, ne? Haben wir schon ausprobiert. Nicht gesund. Eieieiei. Was bist denn du für einer hier? Töte mich nicht. Ich sag dir alles. Na dann mach mal. Wer bist du und wo hast du mein Eis versteckt? Wer bist du? Ich bin nur ein Arbeiter. Er sagte, wenn ich mich um dich kümmere, erlässt er mir meine Schulden. Ich wollte nicht, aber er hat mich gezwungen. Wer? Wer schickt dich? Es war der Gehilfe des Baumeisters. Der junge Smoller. Was? Der sollte doch eigentlich auch hier sein. Ist er nicht. Er ist mit ein paar Leuten zur Mühle. Hat rausgefunden, dass Leszek sich dort versteckt. Mist. Okay. Was soll ich jetzt mit dir tun? Chris, Profilurker vom Dienst, meldet sich nach fast 5,5 Stunden auch mal zu Wort. Moin, moin, ich grüße dich. Hi, schön, dass du da bist. Und Dankeschön für deine, ja, fast 5,5 Stunden Lurk, ne? Danke dir. Was soll ich jetzt mit dir tun? Du wolltest mich umbringen. Ich hab absichtlich daneben geworfen. Ich wollte dir nur Angst machen und ihm dann sagen, ich hab verfehlt. Bitte töte mich nicht. Geh mir aus den Augen, ich muss dich irgendwie bestrafen, ihn töten. Ich muss ihn irgendwie bestrafen, ja? Ich lass dich einsperren. Lieber Chat, ihr seid gefragt. 1, 2 oder 3. Eins, geh mir aus den Augen. 2, ich muss dich irgendwie... Naja, ne? Und 3. Wir haben irgendwo noch eine Zelle frei. Irgendwo. Aus den Augen mit ihm. Machen wir. Machen wir. Andere Meinungen? Nee? Ja? Nee? Vielleicht? Eventuell? Ob ihr wirklich richtig steht? Also gut. Aber lass dich hier nie wieder blicken. Danke. Spiel. Jetzt bin ich verdammt. Was? Really? Scheißdreck! Really? Ja. Dopsidiri. Bist du hier nicht ganz sauber, oder? Legst du nieder hier? Können wir... Nee, schade, geht nicht. Hat er noch irgendwas bei sich?
Ich habe fast die Groschen weggeschmissen. Die Jagdhandschuhe. Truhenschlüssel. Die Schlüssel, die nehmen wir gern mit. Warte mal, ich bin noch nicht fertig. Sorry, aber... Sorry. Der geht immer wieder mit uns, auf uns los, ne? Also, er hatte eine faire Chance. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den vielleicht hier... Gibt es doch so ganz komische Stellen, ne? So. Ist das tief genug? Jetzt mal aufpassen, dass ich nicht selber damit abstürze hier. Können wir hier... Können wir ihn... ich hab Angst. Hier vielleicht? Oh wehe, du fällst jetzt runter, ne? Er fällt runter. Da! Irgendwie haben wir es überlebt, aber das ist schon wieder sowas... Okay, es hat uns ein paar Stufen gespart. Kostet uns letztendlich bloß einen Heiltrank. Okay, dann gucken wir mal. Ich glaube, das war der hier, ne? Stellt Energie wieder her, macht dich munter und hält die Müdigkeit, wenn wir erhöht die Energie um 20 Punkte. Energie um 20 brauchen wir eigentlich nicht. Da hätten wir ja 100 und keine Ahnung. Das sind wir ja hier wie Red Bull und so, ne? Das können wir uns eigentlich schenken. Ringelblumen, der macht halt plus 30 Lebenspunkte. Ich nehme mal den. Ich nehme mal den. Ja, die auch. So. Ich bin überfressen. Oh, ich hab Wunden. Warte, ich muss... Ich bin... Moment. Verbannt. Anwenden. Oh Gott. Ja, mach mal. So, und dann brauchen wir noch mal, ne? Ach nee, das war's schon. Okay. Gott, was habe ich denn jetzt hier unten? Ich bin überfressen, ich bin verwundet, ich bin besoffen. Ich hab wie hier komplett, ne? Red Bull ist cool und schmeckt geil, aber nur der ohne Zucker. Sowas gibt's auch ohne Zucker? So, also einmal, ich nehme mal die Leiter, ne? Man muss es ja nicht überdrehen. So, Leiter. Dieser Fred muss hier auch irgendwo rumliegen, ne? Den haben wir ja hier, ich glaube, den haben wir komplett nach unten gescharrt hier. So, jetzt bin ich mutig. Achtung! So. Ist der hier irgendwo gelandet? Hier liegt er. Ja, sorry, aber... Ja, so. Es tut mir ja leid. So, Rüstung. Ich ziehe mir erstmal wieder ein bisschen was Stabileres an, ne? So. Die Sporen. Die Halskette nehmen wir noch mit. Beinlinge. Schulterplatten. Jetzt wird hier komplett ausgerüstet. Warte mal, den können wir noch umziehen. Genau. Beim Helm. Helm lasse ich mal weg. Da sehen sie wenigstens, wer den gleichen Hintertritt. Was hat denn der am Kinn? Achso, das ist die Kettenhaube. Ich dachte, was ist das hier? Okay. Warte, machen wir so. Und machen wir so. Ja, das sieht doch okay aus.
So, Fackel, ist das jenes? Okay. So, der könnte sich mal so ein bisschen beeilen beim Gesundwerden. Okay. Ganz kurz mal Map gucken. Okay. Wir laufen da jetzt hier dran vorbei und hier dazwischen, ne? Okay. Also einmal hier durch. Vielleicht nochmal ein bisschen Waschi-Waschi machen. Vielleicht geht das Blut so ein bisschen aus den Augen. Geht nicht so richtig raus, ne? Die Hälfte der Lebenspunkte haben wir noch. Dann muss der ja hier irgendwo sein. Leise. Okay, hier scheint niemand zu sein. Jede Menge Truhen hier. Oh, diese Verlockung, sie ist zu groß. Es tut mir leid, ich kann nicht anders. Ich muss einfach dieses Schloss knacken. Ich muss es einfach tun. Was haben wir denn hier drin? Hat sich furchtbar gelohnt. Okay. Das ist cool Leder, das kann aber halten. Dankeschön. Machen wir weiter. Was zum Henker tust du da? Das ist doch Leszek, oder? Ja, das ist er. Ich habe ihn gefunden und bringe ihn zum Arzt. Haha. Er sieht tot aus. Ich kann hier nicht helfen. Ich weiß, dass du ihn getötet hast. Eigentlich die drei. Lieber Chat. Eins, er sieht tot aus. Zwei, weiß ich jetzt nicht so richtig. Ich kann hier nicht helfen. Ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Oder drei, ich weiß, dass du ihn getötet hast. Bell sagt eins, er sieht tot aus. Okay. Können wir machen. Ich denke, der ist mausetot. Das warst du, nicht wahr? Ist er nicht. Sieh doch, er atmet noch. Ach da? Willst wegrennen, ne? Das ist doof, dass ich hinter dir stehe. Du hast ein Schwert? Warte. Was? Was willst du wohl hier? Also. Sag mal, was ist denn das für ein Neu? Sag mal, ja. Nimm das! Was denn für was? So. Das tut ja schon beim Hinsehen weh. Eine verlässliche Klinge. Ja, die nehmen wir mit.
Berichte Herrn Divisch vom Ergebnis der Untersuchungen. Sollen wir die Beweise mitbringen? Ein Gebetsbuch? Ja, vor allem ein Gebetsbuch hat er bei... Also echt, ne? Also beim ersten Willen, ne? Okay. Ach ja, was hat er denn noch so? Wieder irgendwelche Truhenschlüssel? Okay, die nehmen wir noch mit. Der Rest ist relativ egal, ne? Komm, das lassen wir, das schenken wir uns hier. Jetzt müssen wir noch mal hier rüber gucken. Hab ich das Schwert? Hab ich Schwert weggesteckt? Ja. Jetzt können wir die ganzen Truhen eigentlich noch ausräumen hier, ne? Plündern. Was hat der denn noch bei sich? Der hat sogar noch ein paar Groschen bei sich, aber das lohnt sich ja gar nicht. Böhme sündhafte Moral. Die haben wir schon gelesen. Leinenhemd. Das bringt's eigentlich kaum, ne? Ich nehme mir mal die Groschen weg, aber ansonsten... Ja, super! A new follower has joined the kingdom. Und Baxe, was ist mit dir los? Willkommen zurück. Willkommen zurück im Kingdom, Mensch. Ich grüße dich. Hi, ich hoffe, dir geht's gut. Kann es sein, dass er überall dasselbe drin hat? Eigentlich sollte das nicht gehen. Nee, eigentlich nicht, ne? Deswegen, ich meine, ich sag mal so, Twitch schaut ja ab und zu auch mal die Follower raus, ne? Also ist mir selbst auch schon so gegangen, dass ich dann auf einmal bei jemandem kein Follower mehr war und man neu drücken musste. Wäre jetzt nichts Ungewöhnliches. Und dann, komischerweise, triggern auch die Alerts wieder. Also... Ich mach's trotzdem immer wieder. Es ist schon komisch, dass das überhaupt funktioniert. Aber okay. Hat auf alle Fälle geklappt, ne? Wow, verkehrt rum. Ah, so. Ich mach mir die leichten Schlösser kriege ich. Ah, hier ist eine Groschen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay. Einfach, weil die alle doof gucken. Ja. Es freut mich, wenn ich mit meinem Blick amüsieren konnte. So, nee, Radieseln lassen wir hier, ne? Was wollen wir mit dem Mist? Setzen wollen wir auch nicht. Hat er noch mehr hier? Wir können uns hier gnadenlos nochmal überfressen, aber nee, wozu? Ist noch eine Tür. Oh. Du machst mich alle, ich bin hier im Schleichmodus. Jo, dankeschön. So, dann gucken wir mal. Ja, hier kommen wir doch langsam in die Richtung, wo wir hinwollen hier. Ist jetzt auch nichts wert, aber zumindest macht's einen Kopf, ne? Apfel. Geh weg mit Apfel. Ja, ein Bett könnten wir jetzt eigentlich... Hier sind Karotten drin, das bringt's ja auch nicht. Ah, okay. Ja, okay. Finger weg von fremden Sachen. Die liegen hier rum. Ich pass bloß auf, dass die nicht schlecht werden. Deswegen lasse ich auch die Sachen, die vergammeln können, alle hier. So, was soll's? Ich gehe jetzt mal hier raus, ne? Hund ist eh noch hier draußen. Ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, ne? Weil
Gott, eben mein Pferd hier ist. Wir müssen... Also wir müssen jetzt eigentlich nochmal rüber zum Schneider, ne? Wir müssen jetzt nochmal gucken, ob wir eventuell, dann muss ich mich nochmal umziehen, ob wir vielleicht jetzt den Stoff in dem Regal finden. Jetzt, wo ich, ne? Dankeschön an den Augenöffner auf alle Fälle. Sind die alle tot? Hast du wieder den Schläger? Jein! Jein, ja, ja und nein. Also ich bin dieses Mal aber nicht dran schuld gewesen. Ja, es hat jemand mit einem Ziegel nach mir geworfen. Und ich habe denjenigen dann aufgespürt, beziehungsweise also dem dann so. Ja. Sagen wir es mal so, ich habe ihn getroffen. Und der hat mir dann gesagt, dass doch der, den ich eigentlich an der Stelle treffen sollte, dass der bei dem Müller jetzt hier gerade war, ne? Und dann wollte er nicht aufhören zu prügeln, also musste ich den dann leider mal so ein bisschen kalt stellen. Der hat immer wieder auf mich eingeprügelt. Ich wollte es gar nicht, ne? Und ich wollte es wirklich nicht. Wirklich. Und ja, jetzt sind wir hier angekommen und haben dann gesehen, dass der eine tot und der andere lebend ist. Und ja, beim Bloßstellen. Was soll ich sagen, ne? Der ist auf mich losgegangen. Ich konnte da nichts dafür. Ich konnte da wirklich nichts dafür. So, ich ziehe mal hier alles um. Ich sag extra mal um. Die Handschuhe, die können wir auslassen. Halt, das lassen wir. Den Ring lassen wir. Die Hose lasse ich mal an, ne? Falls wir erwischt werden, ist es vielleicht ein bisschen besser. Ich bin immer noch gefressen, sehe ich gerade. Okay. Ja, aber ansonsten sieht es gut aus, ne? Ansonsten sieht es gut aus. Quatsch, hier wollte ich doch gar nicht her. Ich wollte auf die Karte. So, wir müssen zum Schneider. Hier runter müssen wir. Ich bin mal faul, ne? Machen wir Schnellreise. So, nochmal einen Schluck trinken. Ich bin nie schuld, ne? Kennst mich doch. Na komm. So. Ach ja, ich park mein Pferd mal hier. Den Hund lasse ich auch gleich hier. Ne? Bleib. Warte hier auf mich. Bleib. Kannst du den Butler auch knappen nennen? Ja, das könnte ich tatsächlich tun. Ne? So, einmal hier hochhüpfen. Und dann müssen wir hier rüber. Und läuft eine Wache rum. Das freut mich jetzt schon wieder. Ehrlich gesagt, ich will es. Ich will es nicht. Och Mann. Okay, Fackel aus. So, die Tür ist schon wieder offen. Das ist schon wieder mega cool. Hier hinten liegt der Stoff. Hier liegt der Stoff. Stören? Oh, noch mehr? Nee. Ja, wir haben ihn. Ich muss hier raus. Ach, cool. Das war ja einfach. Okay, bringe den Stoff zu Müller Simon. Das ist ja der Wahnsinn.
Da müssen wir mal hier kurz auf die Map gucken. Also, wir müssten hier hoch. Das ist ja gar nicht so weit weg. Ist zwar mitten in der Nacht, aber okay. So, wir müssen Herrn Divisch berichten und wir müssen nochmal zum Steinmetz. Ergründe die Herkunft des schlechten Steines. Das würde ich tatsächlich auch in der Reihenfolge machen. Also erst A und dann B, ne? Also erstmal versuchen, noch ein bisschen Informationen zu sammeln und dann generell nochmal melden. Hier haben wir noch einen Questgeber. Ist das wieder ein Müller oder was ist das hier? Das ist ein Jäger. Jäger. Das war aber nicht der in Talmberg, ne? Das war der. War das nicht der in Rataion? Nee, tatsächlich nicht. Guck mal. Okay. Gut, dann können wir das gleich kombinieren, ne? Da ist die Sea-Quest, naja, das können wir dann. Das können wir uns mal aufheben. Okay. Ja, dann. Dann würde ich sagen. Würde ich sagen. Müller. So, machen wir nochmal Müller.